Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und auch die freundliche Einleitung. Ich glaube, die Frage Mensch oder Algorithmus stellt sich in vielen Lebenssituationen heute gar nicht mehr. Wir müssen damit leben lernen, dass wir umgeben sind von Algorithmen und künstlicher Intelligenz und das wird auch nicht mehr weggehen. Und insofern ist die Fragestellung richtig. Wie gehen wir mit dieser neuen Technisierung der Welt um? Und ich möchte gleich mal sagen, es geht hier nicht nur um die künstliche Intelligenz, es geht auch um Blockchain-Technologien, Kryptologie, es geht auch um Quantencomputer. Da wird noch viel auf uns zukommen. Und zwar auf uns zukommen im Sinne von Machtkonstellation. Das ist das Wort, was hier im Titel fehlt. Aber deswegen ist der Untertitel meines Buches Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, es ist gut, wir haben ja hier Gewerkschafter dabei und die Ebert-Stiftung steht ja der Sozialdemokratie nahe, dieses Thema von Anfang an unter dem Gesichtspunkt der Macht in der Gesellschaft zu analysieren und auch unter dem Gesichtspunkt der Macht über einzelne Menschen. Und das heißt, wir brauchen einen Blickwinkel, der der urdemokratische Blickwinkel ist. Nämlich in der Demokratie geht es ja um die Legitimation von Machtausübung durch demokratische Prozesse. Und dieses Prinzip der Demokratie setzt sich fort in der öffentlichen Gewalt des Staates, die auch Demokratie unterstellt ist und dessen Gewalt, also die staatliche Gewalt, muss auch mit Legitimation, demokratischer Legitimation ausgeübt werden. Das ist eigentlich das zentrale Thema hier in Brüssel heute, dass wir nicht mehr der Ansicht sind wie früher, man kann diese Technologien alle der Ethik überlassen, den Ethikkatalogen oder der Selbstregulierung. Diese Zeiten sind vorbei. Ich glaube, es haben alle erkannt, auch diejenigen politischen Kräfte, die traditionell eben sagen, ja, lass mal Selbstregulierung machen und Ethik, dass das nicht reicht, dass es hier um ganz entscheidende, wesentliche Anliegen der Gesellschaft geht und nach dem Wesentlichkeitsprinzip, das wir ja auch aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kennen, das Prinzip, das besagt, dass alles, was wesentlich ist, entweder also bedeutend ist, deswegen, weil es entweder Grundrechte berührt von Individuen oder zentrale Anliegen des Gemeinwesens, muss durch Parlament und Gesetzgeber geregelt werden. Das heißt, wir haben in Europa einen ganz wichtigen Schritt nach vorne gemacht, der in anderen Teilen der Welt noch fehlt und der auch bekämpft wird oder sagen wir mal, bekämpft wurde durch die GAFAM, die großen Konzerne des Digitalen. Nämlich, dass wir zur Erkenntnis gekommen sind, Schluss mit John Perry Barlow, mit der Erklärung des Independence des Cyberspace aus den 90er Jahren, also dieser Texter von Grateful Dead, ja, der berühmten Rockband, der damals dieses Manifesto verfasste, wo drin stand, und das wurde auf dem World Economic Forum damals verlesen und war eigentlich die Bibel von Silicon Valley in den letzten 20 Jahren. Da stand drin, im Cyberspace haben Parlamente und Regierungen keine Legitimation. Das ist ein neuer Bereich. Hier gilt nur die Kraft des Geistes und wir brauchen keine Gesetze. Wir lösen unsere Probleme selbst. Das heißt, bleibt bitte draußen. Das war die Ideologie der Independence of Cyberspace und lange wurde das auch in Europa vor sich hergetragen, durch die entsprechenden politischen Konstellationen. Und damit ist Schluss. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzgebungsverfahren in Brüssel, die einen Rahmen bilden für für das Funktionieren der Demokratie in der Zukunft. Und das ist entscheidend wichtig zu verstehen. Vieles, was sich hier technisch anhört, ja, Digital Markets Act, Digital Service Act, Data Governance Act, Datenschutzgrundverordnung, Data Act kommt jetzt auch noch. Alles das ist eigentlich die Konkretisierung von Grundrechten und Demokratieprinzip und Rechtsstaatlichkeit für die Zukunft. Das heißt, es ist der Versuch, im technischen Zeitalter
die Rechte und Funktionsmechanismen, die in unseren Verfassungen der Mitgliedstaaten niedergelegt sind und auch in der Europäischen Grundrechtecharta, zu aktualisieren unter den neuen Voraussetzungen technischer Macht. Das ist sehr schwierig. Das sind extrem komplexe Gesetzgebungsvorgänge, in denen es ein natürlich strukturelles Ungleichgewicht gibt zwischen denen, die sehr genau verstehen, worum es da geht. Und das sind die Konzerne. Und ich sage das nur mal nebenbei, damit wir gleich mal ein bisschen hier ein bisschen Hitze reinbringen. Frau Demel, mit der habe ich schon oft diskutiert in den letzten 15 Jahren. Die Bitkom ist natürlich mitnichten die Vertretung der deutschen Internetindustrie, sondern ganz dominiert durch die amerikanischen Konzerne, ganz wichtige deutsche, auch Großkonzerne aus Deutschland, wie zum Beispiel Bertelsmann, sind nicht Mitglied und auch sehr viele Startups sind überhaupt nicht Mitglied der Bitkom. Vorsitzender, als ich zuletzt nachgeguckt habe, war ein früherer Microsoft-Manager und auf europäischer Ebene ist das übrigens genauso. Können Sie alles in meinem Buch nachlesen. Der europäische, angebliche, der heißt dann auch noch Digital Europe, der Verband, auch ganz stark dominiert durch die amerikanischen Konzerne. Das heißt also, wenn ich sage, wir brauchen eine kritische Theorie, Kritik ist ja in der Demokratie das zentrale Element, Kritik der Macht, da müssen wir auch ganz genau hingucken, nicht nur sozusagen die technische Macht uns angucken, sondern auch die politische und gesellschaftliche Macht, die durch diese Konzerne ausgeübt wird. Ich sage es mal so, überall, wo gesellschaftliche Meinung gebildet wird, heute, ob das in Brüssel ist oder Berlin oder anderen Hauptstädten, ob das an Universitäten ist oder in Zeitungen, überall dort finden Sie Geld von den GAFAM-Konzernen. Da darf man nicht naiv sein. Der Versuch ist von diesen Konzernen ganz klar, das Wetter für sich selbst zu gestalten, das heißt umfassend auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit einzuwirken. Und dafür wird kein Dollar gescheut, weder in Amerika noch in Europa. Das heißt also, ich habe in dem Buch eine sozusagen Systematik der Macht erarbeitet, neun Quellen der Macht. Ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen ausführen, aber wir dürfen hier nicht nur über Technologie reden. Wir müssen hier reden über die Kombination von Machtelementen, die auch das klassische Machtelement im Kapitalismus, nämlich Geld, mit einschließt. Auch persönliche Daten über jeden Einzelnen von uns haben diese Konzerne und können das nutzen, auch in der Politik. Ein Grund, warum die Politik in der Vergangenheit jedenfalls auch sehr zögerlich war, sich mit diesen Konzernen anzulegen, hat auch etwas damit zu tun, dass es sehr schwer ist, Wahlen zu gewinnen, jedenfalls in Amerika ganz sicher, gegen diese Konzerne, weil diese Netzwerke, die da zur Verfügung gestellt werden, ja ganz wichtige Wahlkampfinstrumente sind. Und es gab ja Zeiten, in denen auch in den Wahlkampfteams sogar Leute aus den Konzernen abgeordnet waren, um zu helfen, dass man die Leute erreicht mit dem sogenannten Targeted Advertising. So, was passiert in Europa? Ich habe diese Begrifflichkeiten schon genannt. Ich kann es nicht alles im Einzelnen ausführen, aber ich will so ein paar Schlaglichter mal werfen. Und ich fange gerade mal mit dem letzten Thema an, nämlich der Wahlwerbung. Die Europäische Kommission hat einen Regulierungsvorschlag vorgelegt für die politische Werbung auf dem Internet. Ein ganz zentrales Thema. Die politische Werbung auf dem Internet heute funktioniert nach dem Prinzip der gezielten persönlichen Werbung. Das heißt, jedem Bürger wird das zugespielt, was man glaubt, dass er hören will. Und man ermittelt das, was der Bürger hören will, aus seinen persönlichen Daten. Facebook zum Beispiel macht pro Tag 3000 Voraussagen über Verhalten und Orientierung ihrer User. 3000 Voraussagen pro Tag. Da wird also dann vorausgesagt, ne, dieser Bürger möchte gerne dies und jenes hören und das kriegen sie dann zu hören von der geölten Targeting-Maschine der politischen Werbung. In Europa geht das etwas weniger extrem als in Amerika wegen der Datengrundverordnung, aber es ist diese Intransparenz, die dadurch entsteht, dass wir nicht mehr sehen, was die Parteien den Bürgern da eigentlich sagen.
ist ein großes Problem für die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Denn das Grundmodell ist ja eigentlich, wir Bürger zusammen in der Öffentlichkeit, in der von Habermas beschriebenen demokratischen Öffentlichkeit, in der wir uns unsere Meinung bilden, bilden uns gemeinsam auf einer gemeinsamen Grundlage eine Meinung und diskutieren darüber zum Beispiel, welche Position die Partei X einnimmt. Wenn wir aber nicht mehr wissen, was diese Partei eigentlich den jeweiligen Leuten erzählt und es auch Realität ist, dass diese Partei den jeweiligen Leuten was Unterschiedliches erzählt. Das war schon im ersten Obama-Wahlkampf so. Ich kenne mich da recht gut aus, noch sehr oft in Amerika, habe mich da sehr eng eingeklinkt. Schon im ersten Obama-Wahlkampf gab es 8 verschiedene Briefe, die von Obama geschrieben wurden an potenzielle Sponsoren und Spender, je nachdem, was die Leute eben wichtig und gut fanden. Wenn es also so ist, dass wir nicht mehr sehen, was die Parteien sagen, kann die Demokratie nicht funktionieren. Das heißt also, ein wichtiges Anliegen ist es, hier in einer Situation, in der eine Technologie, von der immer behauptet wird, sie schafft den weltweit fantastischen Zugang zum Wissen, ja, die Google-Suchmaschine, da können wir jetzt alles wissen und so weiter, stimmt teilweise auch, wir können mehr Informationen sammeln als vorher, aber es entstehen auch neue Intransparenzen. Eine davon habe ich gerade beschrieben, die für die Demokratie sehr gefährlich sind. Und diese Probleme, und das ist nur eins von vielen, müssen wir durch Gesetzgebung adressieren, denn wir dürfen nicht naiv sein. Die Erfahrung zeigt Folgendes: Selbstregulierung und Absprachen mit diesen Konzernen können Sie in der Pfeife rauchen. Aktuellstes bestes Beispiel ist, fast 20 Jahre hatten wir eine Selbstverpflichtung der Konzerne über den einheitlichen Elektrocharger fürs Mobiltelefon. Da ist nie irgendwas passiert. Die haben irgendwann mal Papier, Apple und so weiter mit der Kommission unterzeichnet. Nie haben sie was gemacht. Wir haben Jahrzehnte gebraucht, bis wir endlich jetzt einen Gesetzgebungsvorschlag machen. Und ich sage mal so, fürs Internet hat es auch sehr lange gedauert, aber weil diese Technologien so schnell vorangehen und weil sie auch die Macht so schnell verschieben, können wir uns das für die Zukunft nicht mehr leisten. Also diesen Lernprozess, glaube ich, den müssen wir sozusagen jetzt voraussetzen. Und bei diesen Konzernen erreicht man, wenn überhaupt, nur etwas durch Gesetzgebung, auch mit harten Sanktionsandrohungen und natürlich auch mit alternativer Technologieentwicklung, also auch mit Industriepolitik. Ich sage noch mal was zum Thema, warum ich sage, wenn überhaupt. Leider ist die Wahrheit die, dass diese Konzerne alle einen Track Record haben des Rechtsbruchs, den man sich sonst in der Wirtschaft kaum vorstellen kann. Wenn Sie das mal zusammenzählen, wie oft schon Wettbewerbsbehörden, Datenschutzbehörden, Konsumentenschutzbehörden in Europa und in Amerika zum Ergebnis gekommen sind, dass diese Konzerne sich nicht ans Recht halten, wie viele Milliarden an Euro und Dollar schon an Strafen da aufgebrummt wurden, dann wundert man sich, wie das eigentlich möglich ist, dass diese Konzerne, die die Technologie in die Welt bringen, der wir trauen sollen in der Zukunft, gleichzeitig massenhafte Rechtsbrecher sind. Immer wieder. Und insofern glaube ich, brauchen wir da ziemlich harte Bandagen. In diesem Konzern muss gelernt werden, dass das Motto von Mark Zuckerberg, gotta move fast and break things, und mit break things sind eben auch Gesetze gemeint, das kann nicht funktionieren in der demokratischen Gesellschaft und auch nicht im Rechtsstaat. Wir müssen diesen Konzernen beibringen, dass sie unsere Gesetze achten müssen. Und dass es nicht Normalität sein kann, dass man mit Disruptive Innovation, ja Disruption durch die Welt geht und diese Disruption nicht mehr begrenzt ist auf technologische Erfindung oder Geschäftsmodelle, sondern Disrupt the Law, ja, dass das auch an den Business Schools gelehrt wird als normal. Das kann nicht sein. Da müssen wir als Demokraten und als Freunde des Rechtsstaats sagen, Moment, so geht es nicht. Also, jetzt komme ich nochmal zu den Gesetzgebungsakten zurück, auch nah an der Demokratie, sehr wichtig, der Digital Services Act. Hier geht es um das Verhalten der Plattform in zwei Bereichen,
Nämlich erstens mal als Markt die Plattformen, die Marktsysteme anbieten, wie zum Beispiel Amazon, sollen sich nicht selbst bevorzugen, indem sie zum Beispiel eigene Produkte immer als erstes bei einer Suche anbieten. Bei Google gilt natürlich das Gleiche. Aber zweitens, und das ist auch das Neue in dieser Technologieregulierung für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, geht es in dieser Marktregulierung auch um die Demokratie. Denn diese Marktplätze sind eben auch Diskursforen geworden in der Demokratie, in der sich immer mehr Menschen ihre politische Meinung bilden. Das ist eigentlich das Neue auch an dieser Technologie. Wir leben ja seit langer Zeit in einem technologischen Zeitalter. Schon in den 60er Jahren gab es die berühmten Texte der Frankfurter Schule zur Technologie, das berühmte, sagen wir mal, Adorno über den Technikfetischismus, über die Ingenieure, die nicht nachfragen, was mit der Technologie eigentlich gemacht werden soll. Ja, sein berühmter Text zur Ausbildung nach Auschwitz. Aber neu ist heute, dass die Technologien auf das Denken des Menschen einwirken und auf die kollektive Meinungsbildung in der Demokratie. Und das müssen wir immer sehen, und das ist die Komplikation all dieser Gesetzgebungsakte in Brüssel. Beim DSA, wie gesagt, geht es auch darum, dass die Plattform nicht nur als Marktplatz funktionieren, sondern dass sie auch bei der Meinungsbildung es uns überhaupt noch möglich machen, vernünftige Diskurse miteinander zu führen und nicht im Ergebnis dazu beitragen, dass unsere Kommunalpolitiker, unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Ehrenamt, unsere Journalistinnen und Journalisten ihren Beruf nicht mehr ausüben wollen, weil sie so sehr verfolgt, getrollt und bedroht werden über diese Netzwerke, dass sie einfach sagen, das mache ich nicht mehr. Ich meine, das müssen wir doch sehen, das ist die Realität heute in der deutschen Politik und in der europäischen und auch in der amerikanischen Politik. Wer sich heute in den öffentlichen Raum begibt, muss mit viel härterem, mit viel dickerer Haut ausgestattet sein, als in der Zeit vor diesen Netzwerken. Denn was man da an den Kopf geworfen bekommt, wie man da bedroht wird, das führt ja bei vielen Bürgermeistern und Journalisten und Journalistinnen dazu, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben wollen oder ihr Ehrenamt nicht mehr ausüben wollen. Das heißt, wir müssen es ganz klar sagen unseren amerikanischen Freunden. Die Vorstellung, dass das unregulierte Internet das größte Maß an Freiheit gibt, ist grundfalsch, sondern das unregulierte Internet führt dazu, dass die schlimmsten Schreihälse, die schlimmsten Bedroher, ja, die dann den Journalistinnen schreiben, die Vergewaltigungsdrohungen schicken und so weiter, dass die das Forum beherrschen und dass die Stimmen der Demokratie vertrieben werden. Und das müssen wir verhindern, und das ist die Aufgabe des DSA. Das heißt, wir müssen diese Konzerne in die Verantwortung stellen, dass sie dafür sorgen, dass ihre Marktplätze weiterhin Orte sind eines demokratischen, ordentlichen Diskurses in der freien Gesellschaft, an denen jeder teilnehmen kann und wo Leute nicht durch, wenn ich mal sagen will, so verbale Gewalt vertrieben werden. Das ist ganz zentral. Und was passiert, wenn man das nicht tut? Das haben wir in Washington gesehen beim Sturm auf den Kongress am 6. Januar, und das haben wir fast auch in Berlin beim Sturm auf den Reichstag gesehen. Es ist ja kein Zufall, dass diese Dinge auf der ganzen Welt passieren und dass autoritäre Politikstrukturen auf der ganzen Welt wachsen. Das hat etwas mit diesem neuen Kommunikationsumfeld zu tun, und ich bin ein großer Gegner zum Beispiel in Deutschland der Sonderdiskussion, ja, warum haben wir so viel AfD im Osten? Das ist kein Sonderphänomen in Deutschland, die AfD, sondern der Populismus wird strukturell durch die Art und Weise dieser Medien, wie dort Nachrichten zugespielt werden, wie sie ausgewählt werden, nämlich ein System des Algorithmus, der immer extremere Nachrichten den Leuten schickt, damit sie länger am Sender bleiben, damit sie länger auf Facebook bleiben.
strukturell bevorzugt. Und da müssen wir ran. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, und das ist eine Mindermeinung, aber trotzdem, ich sage es mal hier, das ist nicht offizielle Kommissionsmeinung. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, dass wir die großen Plattformen nicht genauso behandeln wie Medien und ihnen die Pflicht auferlegen, die wir auch Medien auferlegen, nämlich dafür zu sorgen, dass alles, was rechtswidrig ist, sofort von der Plattform verschwinden muss. Ja, also das ist der DSA. Und dann kommen wir zur Regulierung der künstlichen Intelligenz als eine Allzwecktechnologie, die in all den Bereichen, die ich genannt habe, Relevanz hat, aber noch in vielen anderen. Sie können davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz so verbreitet sein wird wie der Strom. Und deshalb ist es so wichtig, dieser Technologie Regeln zu geben. Erste Regel ist, jeder Mensch muss zu jeder Zeit wissen, habe ich es hier mit einem Menschen zu tun, mit dem ich gerade kommuniziere, oder ist das eine Maschine? Ist das künstliche Intelligenz, die mir da was schreibt oder die da mit mir spricht? Diese Transparenz ist zentral entscheidend für die Menschenwürde, für die Handlungsfreiheit und auch für das Funktionieren der Demokratie. Stellen Sie sich vor, im Wahlkampf wüssten wir nicht mehr, ob die Nachrichten von einer Maschine kommen oder von Menschen, mit denen dauernd, sagen wir mal, ein Kandidat gelobt wird oder ein Kandidat kritisiert wird. Das geht nicht. Der Vorschlag der Kommission zur künstlichen Intelligenz ist sehr differenziert, geht auch in wichtigen Teilen auf die Datenethikkommission der Bundesregierung zurück, teilt die künstliche Intelligenz in 4 Gruppen auf. Es gibt eine Art von künstlicher Intelligenz, die soll ganz verboten werden. Dazu gehört künstliche Intelligenz, die entwickelt wird zum Zwecke der Manipulation von Menschen. Schwierige Abgrenzungsfragen stellen sich da, aber von der Grundtendenz her richtig. Oder zum Beispiel das Social Scoring, wie wir es in China sehen. Zweite Form der künstlichen Intelligenz ist die stark risikobeladene künstliche Intelligenz in zentral wichtigen Bereichen, die von Bedeutung sind, entweder für Grundrechte oder für die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Da enthält der Gesetzgebungsvorschlag eine Liste von Sektoren. Und dann gibt es noch 2 Gruppen, die weniger kritisch sind. Und je nachdem, wie kritisch die künstliche Intelligenz ist, steigt sozusagen die Intensität der Auflagen. Worum es geht am Ende ist, sicherzustellen, dass die Systeme der künstlichen Intelligenz dort, wo sie Rechte und Interessen von Individuen und wichtige Interessen des Gemeinwohls berühren, sicher funktionieren, das tun, was sie tun sollen, und dieses Tun in vollem Einklang, ich sage das jetzt mal ganz simpel, mit dem Recht, das gelten würde, wenn Menschen die gleiche Tätigkeit ausüben würden. Das heißt also, es bedarf im Grunde einer 360-Grad-Prüfung der Einhaltung von Normen und Rechtsvorschriften in dem Bereich, in dem zum Beispiel eine künstliche Intelligenz Entscheidungsfunktionen übernimmt. Und dazu gehören auch nicht nur Rechtsnormen, sondern auch State of the Art. Ja, also wenn Sie sowas haben wie ein System, das irgendwelche medizinischen Analysen durchführt oder irgendwelche Juristen unterstützen ihre Analyse, da geht es dann eben um die Regeln der Kunst des Berufes sozusagen. Das ist sozusagen mal abstrakt zusammengefasst das Regelungsziel dieses Rechtsakts. Und es ist eine Mischung zwischen einem horizontalen Rechtsakt, der allgemeine Anwendung findet und dann aber doch wieder teilweise nach Sektoren differenziert. Also ich will mal sagen, ein Kompromiss zwischen 2 Schulen der Technikregulierung, der modernen Technikregulierung, und das wäre meine letzte Bemerkung, auf die anderen verschiedenen Akte können wir gerne eingehen. In der Diskussion kann ich überall was zu sagen, aber das wäre jetzt zu viel. Die 2 Schulen der Technikregulierung, und das wird für die Zukunft in diesem Bereich, in unserer technischen Welt, in unserer technisch ausgeformten Demokratie sehr wichtig sein, sind folgende. Die Konzerne
und die amerikanische Gesetzgebungstechnik stimmen in einem überein, wir wollen immer nur sektorielle Regulierung, die soll möglichst eng gefasst sein auf spezifische Probleme. Ich nenne das die Stiftung Warentestregulierung. Ja? Wir sollen immer von Produkten ausgehen und von Geschäftsmodellen. Und wenn wir da Defizite sehen, dann sollen die gesetzlichen Regeln eben genau diese Defizite adressieren, aber nichts anderes. Stiftung Warentestgesetzgebung. Das Gegenmodell ist horizontale Gesetzgebung, die technikneutral ist und von unserem Gesellschaftsmodell ausgeht. Das heißt also, dass wir sagen, wir brauchen mal als Grundprinzip, ich nehme jetzt nochmal das einfache Grundprinzip, wenn wir eine Technologie haben, die sprechen und schreiben kann, dann müssen wir sicherstellen, dass die Menschen das immer wissen, ob sie mit einer Maschine kommunizieren oder mit einem Menschen, weil das unser Gesellschaftsmodell erfordert. Das erfordert die Demokratie, das erfordert die Menschenwürde, das erfordert die Handlungsfreiheit, so wie sie im Grundgesetz und der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch in der Europäischen Grundrechtecharta niedergelegt sind. Das heißt also, die Frage ist immer, wovon gehen wir aus? Ich bin ein Freund des Ausgehens von dem Gesellschaftsmodell und nicht sozusagen von den Produkten und den Geschäftsmodellen der Unternehmen und dann eine möglichst enge Regulierung und morgen, wenn sie ein neues Geschäftsmodell haben, eine neue Idee und eine neue Technologie, ist die Regulierung schon wieder völlig unbedeutend. Das ist ja der Wunsch der Konzerne, sich immer wieder frei zu machen von den Bindungen an die Demokratie und an das Recht. Aber das zweite Argument, und da bin ich auch mal gespannt, was Bernd Lange nachher sagen wird, ist auch Folgendes. Ich glaube, die Demokratie kann überhaupt nicht entsprechend dem Schlachtruf der Technikkonzerne, das Recht muss sich so schnell ändern, wie die Technologie und der Code am besten auch noch, die Software, ja, kann die Demokratie überhaupt nicht liefern. Das ist eine totale Überlastung des demokratischen Prozesses. Der demokratische Prozess braucht Zeit, wir müssen miteinander diskutieren können, wir müssen uns verstehen, wir müssen Mehrheiten bilden können. Das hat mit den Technikregeln der Software-Updates oder der Technikentwicklung überhaupt nichts zu tun. Es sind ganz andere Systemregeln, die da gelten. Und was passiert mit solchen Schlachtrufen wie das Recht muss sich so schnell entwickeln wie der Code, ist der Versuch der Konzerne, eine Engineering View of the World, das heißt ihre Sicht der Welt, nämlich eine rein technisch in Ingenieurssicht der Welt, der Demokratie aufzustülpen. Und das kann nicht funktionieren. Es ist ganz wichtig, dass wir die Systemregeln der Demokratie aufrechterhalten und verteidigen gegen diesen, wenn ich mal so sagen darf, imperialistischen Anspruch von Großtechnologiesystemen. So unter dem Motto, wir können alles besser und ihr müsst uns die Demokratie muss sich nach der Technologie richten. Das ist diese Sichtweise. Und weil die Parlamente das nicht leisten können und weil Demokratie bedeutet, dass wir ein Primat der Demokratie über die Technologie haben, dürfen wir das nicht akzeptieren und praktisch könnten wir das sowieso nicht leisten. Das heißt, wir müssen in der Gesetzgebung immer wieder nach allgemeinen Prinzipien suchen, möglichst technikneutral sie niederlegen und sie müssen horizontal gelten. Und das dritte Argument, warum das sehr wichtig ist, ist ganz einfach Folgendes. So ein Konzern kann mit der extremen Komplexität von Gesetzgebung und Technologie umgehen, der Bürger aber nicht. Der normale Mensch braucht auch in Zukunft einfache Regeln des Lebens in der technischen Welt. Es kann nicht sein, dass wir in jedem Bereich sozusagen die Regeln neu und spezifisch schreiben, so wie es die Konzerne wollen. Nein. Wenn wir uns durch die technische Welt bewegen als Menschen, müssen wir überall sicher sein, dass wir wissen, ob wir es mit einer Maschine zu tun haben oder mit einem Menschen, um nochmal dieses ganz einfach einsehbare Beispiel zu geben. Aber so gibt es viele andere Beispiele, wie wir das Leben vereinfachen dadurch, dass wir allgemeine Regeln haben, die überall gelten und uns als Menschen und Individuum auch bei der Rechtswahrnehmung nicht überlasten. Und so ein Rechtssystem kann vielleicht dazu führen, dass das Vertrauen
in diese Technologien steigt. Ich glaube aber auch, dass wir unsere Kinder und Studenten lehren müssen, dass das alte Prinzip, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, oder man sagt, kann es auch anders sein, Vertrauen muss gewonnen werden durch Handlung. Und es ist sehr leicht, Vertrauen zu verspielen, es ist schwer, Vertrauen zu gewinnen. All diese Prinzipien müssen weiter gelten und wir müssen in der Demokratie unsere Jugend und unsere Bürger auch immer wieder daran erinnern und auch in dieser Richtung erziehen, dass es ein Grundprinzip ist der Demokratie, gegenüber der Macht kritisch zu sein, Macht kritisch zu hinterfragen, ob das politische Macht ist, ob das private Macht ist, ob das die Macht des Staates ist, ob das technische Macht ist oder wirtschaftliche Macht. In meinem Buch habe ich ausführlich dargelegt, wie in der deutschen Soziologie schon seit den 90er Jahren die Überzeugung ganz mehrheitlich vorherrscht, dass die Kontrolle technologischer Macht ein zentrales Thema der Demokratie der Zukunft sein wird. Und ich glaube, vieles, was gedacht wurde durch Wissenschaftler der Sozialwissenschaften, der kritischen, auch der Frankfurter Schule und ihrer Nachfolger, ist extrem relevant für unseren Technikdiskurs heute. Lassen wir uns auch nicht sagen, dass alles das nur kalter Kaffee und alte Theorien sind, überhaupt nicht, sondern die Technikfolgenabschätzung zum Beispiel, ich sehe das gerade im Chat, danke für den Hinweis, ist ja eine Erfindung von Hans Jonas und anderen schon aus den 70er Jahren. Und damit höre ich vielleicht auf. Mein Buch heißt Prinzip Mensch. Warum? Weil ich sehr durch Hans Jonas inspiriert war. Sein Buch von 1979 hieß Prinzip Verantwortung. Dieses Buch war im Grunde die Geburtsstunde des Vorsorgeprinzips, des Precautionary Principles. Das will ich jetzt nicht weiter diskutieren, was aber ein Prinzip der Vorsorge, des Vorausdenkens, auch der Technikfolgenabschätzung, zunächst im Umweltrecht und heute als allgemeines Prinzip der europäischen Gesetzgebung in das Primärrecht der Europäischen Union eingeflossen ist. Hans Jonas, einer der wenigen Philosophen, die es geschafft haben, aus der Philosophie ein Prinzip zu entwickeln, das in Verfassungsrecht umgegossen wurde und heute gilt. Und um das mal kurz zu sagen, das war auch der Versuch meines Buches und das ist eigentlich auch mein Plädoyer, wir müssen dieses Denken, dieses kritische Denken gegenüber Macht und Technologie von Hans Jonas und andere in die Zukunft fortschreiben, damit auch in Zukunft in der technisierten Welt, die kommt und der wir nicht entgehen werden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte kein leeres Versprechen sind, sondern Realität für alle Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Nemeth. Das war ein fulminanter Aufschlag. Wir haben Ihnen lange jetzt zuhören dürfen. Wir haben einen großen, eine große Bandbreite praktisch von Zugangsmöglichkeiten uns gezeigt. Ich glaube, da war zum Teil auch ein bisschen schwere Kost dabei. Nicht jeder ist so in der Demokratietheorie zu Hause, wie Sie uns das jetzt eben erläutert haben. Ich glaube, wir müssen einfach versuchen, auch nochmal ein paar Dinge, die so die Regularien von künstlicher Intelligenz sich darauf beziehen, einfach auch noch mal ein bisschen genauer erläutern, bevor wir dann in das alles auch einsteigen, was Sie so gefordert haben, die allgemeinen Prinzipien und das Vorsorgeprinzip, das neue Rechtssystem. Da werden Sie uns sicher gleich auch noch mal etwas dazu erzählen können, wie das genau aussehen kann eigentlich. Im Moment ist das, glaube ich, noch für uns alle ein bisschen wenig fassbar, wie man das dann tatsächlich auch umsetzen kann. Ich bin da sehr gespannt, aber ich würde das Wort jetzt gerne erstmal an Bernd Lange geben, weil sich natürlich die Frage stellt, teilt Bernd Lange das, was Paul Nemeth eben gesagt hat? Also das ist tatsächlich eben das, was sich technisch anhört, so hat Herr Nemeth ja gesagt, ist hochpolitisch. Also es ist eine hochpolitische Frage, wie eben halt Algorithmen zum Teil auch vielleicht Prozesse übernehmen, die wir eigentlich demokratisch kontrolliert haben möchten. Es bezieht sich, glaube ich, nicht nur auf die Konzerne und ihr Verhalten letztendlich, sondern auch auf Prozesse, die in bestimmten Bereichen in Gang gesetzt werden und die
nach der Überlegung von Herrn Nemitz außer Kontrolle geraten. Ich würde also gerne bitten, Bernd Lange erst noch mal eine Einschätzung dazu zu geben und dann Frau Demel und Herrn Lenz vielleicht auch noch mal ihre Position ein bisschen deutlicher zu machen, die sich sicher ein bisschen unterscheiden wird von dem, was Herr Nemitz gesagt hat. Aber bitte, Bernd Lange. Ja, herzlichen Dank. In der Tat sind wir mit künstlicher Intelligenz ja zunehmend konfrontiert. Gestern ist in Hamburg ein Zentrum der künstlichen Intelligenz eröffnet worden von dem Wirtschaftssenator zusammen mit dem Handelsminister aus Estland. Da zeigt sich schon, dass das auch eine globalere Geschichte ist. Und da sind Beispiele der künstlichen Intelligenz, wo auch sehr plastisch wird das Problem, was auch Paul Niemitz gesagt hat, dass Entscheidungen von Menschen durch Maschinen vorbestimmt werden. Also da ist zum Beispiel eine künstliche Intelligenz, wo Parkplatzsuche und Stau miteinander korreliert wird und wo man dann intelligent zu dem Parkplatz gelenkt wird, was ja für den Konsumenten erstmal ein Vorteil ist, aber letztendlich bestimmt dort eine künstliche Intelligenz das eigene Verhalten. Und das ist natürlich für das politische System eminent entscheidend, wie weit letztendlich der demokratische Prozess von außen beeinflusst wird, ohne dass da eine Kontrolle drüber hat. Der Herr Habermas, Paul Niemitz hat ihn auch angesprochen, 92 jetzt, ja, für viele immer ein Angelpunkt des kritischen Diskurs, hat ja als 92er jetzt nochmal sein Buch Strukturwandel in der Öffentlichkeit revidiert, hinsichtlich genau dieser Frage der künstlichen Intelligenz und wie dadurch menschliches Verhalten bestimmt wird und wie notwendig es ist, hier eine Kontrollmöglichkeit einzuführen. Und ja, das ist auch ein globales Phänomen. Die großen Internetkonzerne, die eben auch im Wesentlichen künstliche Intelligenz für ihre Politik nutzen, sind ja globale Konzerne. Nochmal zur Vergegenwärtigung. Sechs Konzerne haben 70% des globalen Plattformmarktes inne. Sechs Konzerne, 70% des globalen Marktes. Ganz Afrika, ganz Lateinamerika hat etwa 1,5% des globalen Plattformmarktes. Und da zeigt sich schon die Ungleichgewichtigkeit dieser politischen Nutzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Und deswegen ist, glaube ich, auch so entscheidend, jetzt zu sehen, wie man einen Kontrollmechanismus halt einziehen kann für eine Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, die da vorgegeben wird. Und da sind wir nun ja gerade bei, sowohl innerhalb der Europäischen Union, die Frage der Gesetzgebung für die künstliche Intelligenz, können wir sicherlich auch noch mal im Detail ein bisschen uns angucken, aber auch auf einer globalen Ebene, dass es ja im Grunde nicht sein kann, dass die Algorithmen, die Leben vorbestimmen, gibt ja auch so Geschichten, ne, dass Reiseveranstalter checken, ob man gezwungen ist, eine Reise macht, weil zum Beispiel ein Verwandter verstorben ist und deswegen die Preise erhöht werden können, weil der Veranstalter weiß, dass man die Reise wahrnehmen muss. Oder gecheckt wird, ob die Stromverwahrung im Smartphone noch funktioniert und noch lange genug Saft im Smartphone ist. Oder ob man kurz vor Ende ist und deswegen schneller in einen Entscheidungsprozess gezogen werden kann. Also alle diese Mechanismen, die müssen transparent sein. Und deswegen ist das eine Frage, die europäische Gesetzgebung anbetrifft, aber auch globale Gesetzgebung anbetrifft. Und ich glaube, da müssen wir uns auf den Weg machen, damit wir auch die Vorteile, und das ist meine letzte Bemerkung, auch nutzen können. Wenn wir eben über den Stau gelenkt werden und den Parkplatz gewinnen. Oder wir diskutieren jetzt über ein Lieferkettengesetz, sodass die Sorgfaltspflicht in der ganzen Lieferkette gewährleistet wird. Und da ist es schon wichtig, dass man weiß, wie eigentlich Zulieferbetriebe agieren, wie Länder agieren und dass das auch schnell weiterentwickelt wird. Aber die Transparenz in der künstlichen Intelligenz, das ist für mich das Entscheidende.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte ganz gerne weitergeben. Zunächst erstmal an Andreas Lenz. Und zwar, ich möchte einfach noch mal wissen, die Vorteile, die Bernd Lange eben beschrieben hat, die Vorteile von künstlicher Intelligenz, ich glaube, das ist in unserem Bemühen allen irgendwie, die möchten wir natürlich eigentlich sehr gerne nutzen. Ein paar Beispiele hat er schon beschrieben. Es gibt eben Navigationssysteme, wir haben vielleicht auch eine Gesichtserkennung im Smartphone. Es gibt einzelne Bereiche, die uns eigentlich schon so geläufig sind letztendlich und die wir sehr stark schon nutzen. Sie alle beruhen letztendlich ja auf Bilderkennung oder wie auch immer, also auf neuronale Netze, künstliche Intelligenz. Und es ist sehr in unseren Alltag schon eingezogen. Wir wissen womöglich bei dem einen oder anderen Fall, dass da Daten erhoben worden sind, sind vielleicht auch manchmal vorsichtig, wenn wir bestimmte Funktionen aktivieren sollen in unserem Smartphone oder wo Daten abgefragt werden können. Da ist ja einiges auch schon geschehen zur Datensicherheit und zum Datenschutz. Aber was ist das Besondere eigentlich an dieser künstlichen Intelligenz? Ich habe auch im Chat gesehen, dass manche das fragen, wie funktioniert das eigentlich, was zum Beispiel Paul Nemitz da besprochen hat. Ja, also wo werden eben bestimmte Dinge verknüpft, irgendwie deren Prozesse wir eigentlich nicht mehr demokratisch kontrollieren können. Können Sie uns da mal einen Einblick geben, was ist das Besondere der künstlichen Intelligenz und warum ist das vielleicht auch eine Gefahr, nicht nur eine Chance? Wir haben jetzt sehr viel Kritisches auch gehört und was ich ganz wichtig finde, erstmal, also meine Herangehensweise an Themen ist immer zu gucken, wofür ist irgendwas gut und wie kann ich das so modellieren, dass das halt nutzbringend oder dem Gemeinwohl nützlich zuträglich sein kann. In dem Verständnis, was wir als Magazin aufgebaut haben zum Thema Technologie, gehen wir davon aus, dass wir als Medium Menschen beibringen wollen, Technologie so zu nutzen, dass sie nachhaltig oder dem Gemeinwohl dienlich verwendet werden kann. Das heißt, dem vorausgehend finde ich, Themen gegenüber eine positive Haltung aufzubauen, ist in der Herangehensweise von Evolution oder spielerischem Lernen oder Bildung für mich immer der wichtigste Weg im Verstehen. Und so ein bisschen fand ich das eben im Intro vom Thema her zum Abgewöhnen. Da war sehr viel Zorn spürbar. Und ich glaube, es gibt halt ganz viele positive Themen, ganz viel risikobehaftete Zonen, die wir auch sehen müssen. Und da bin ich ganz dankbar, dass es auch Leute gibt, die sich das sehr, sehr kritisch mit so viel Energie, sagen wir mal, im Frust und Negativen beladen, dann halt auch tun. Aber grundsätzlich glaube ich, Evolution kann man sehr schlecht stoppen. Ich beschreibe es immer gerne wie Wasser, was fließt. Digitalisierung kann man nicht mit einer Mauer einmauern. Und das Besondere an Technik und Algorithmen ist aus meiner Sicht eben auch, dass das halt nicht immer in eine gesetzliche Regulatorik passt, die aus einer gewohnten Zeit stammt, als es die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz noch nicht in dieser Menge gab. Das heißt, wir erleben jetzt eine Transformation und Evolution von verschiedenen Fliehkräften in der Gesellschaft und in der Gesetzgebung, wo wir gar nicht wissen, wer hat hier eigentlich jetzt die Nase vorn. Und dann ist es so, dass diese großen GAFAs im Prinzip gesetzbrüchig werden an manchen Stellen oder in Grauzonen handeln, die dann nachreguliert werden müssen. Ich glaube, dass das Problem, was hier besteht, halt eben genau darin besteht, dass man sich neu ordnen muss und dass man lernen muss, mit was wir da eigentlich welchen Umgang wir damit pflegen und die Beispiele und die Themen halt rausfinden, die uns halt helfen. Das, was ich sehe und das, was ich persönlich tagtäglich nutze, das sind eben so Themen, wie auch schon genannt, ich entsperre mein Telefon und spare Zeit oder ich finde schneller von A nach B über Navigation, die mir dabei hilft oder auch im Bereich von Gesundheit und Tracking habe ich das Gefühl, dass mir meine Apple Watch dabei hilft, gesünder zu leben und mir persönlich in meinem Umfeld Nutzen bringt. Und das möchte ich lernen zu kultivieren, aber auch kritisch hinterfragen, wo ich Daten abgeben muss und wo nicht und wie man für Transparenz sorgt. Da gibt es auch nochmal neben der künstlichen Intelligenz ja auch den Bereich Blockchain, wo man halt sehr transparent mit Daten umgehen kann und nicht so zentralisiert, wie das bei den GAFAs oder in China etwa der Fall ist. Also ich sehe ein bisschen mehr die Chancen und ich würde mich freuen, wenn wir im Diskurs das halt irgendwie auch schaffen, das Thema nicht per se unter so eine negative Flagge zu stellen, wie das eben gemacht worden ist. Vieles davon finde ich auch grundsätzlich einfach auch gar nicht richtig, was gesagt worden ist. Beispielsweise jetzt in Deutschland politisch zu argumentieren, dass KI jetzt der AfD dienlich wäre. Wir haben noch einen tollen Wahlkampf erlebt und Social Media ist bei der SPD eingesetzt worden, in Teilen auch mit personalisierter Werbung und KI.
das hat doch zu einem nicht so schlechten Ergebnis geführt und nicht etwa die AfD irgendwo nach vorne gespült. Insofern fand ich das ein sehr, sehr kritisches Intro zu einem Thema, was für uns, für die gesamte Welt und auch vielleicht die Generationen, die vielleicht jünger sind als 50, die aktiv entwickeln an dieser Technologie, ich glaube, da braucht man einen positiv kritischen Zugang. Und das war mir eben ein bisschen ein zu negativ gefärbter Zugang zu einem Thema, was für uns alle tagtäglich wichtig ist. Und ich glaube, da gebe ich Herrn Nemitz total recht, das werden wir nicht abschaffen können. Das wird uns tagtäglich begleiten. Das müssen wir auch kritisch beäugen. Aber ich sage immer, ein Problem, ich nehme es gerne in den Arm und ich möchte es lernen und lieb haben und dann aus einer positiven Haltung agieren. Und ganz so schlimm, wie das geschildert worden ist, kann ich das persönlich nicht nachvollziehen und wahrnehmen. Was ich bei Ihnen eben gehört habe, Herr Lenz, war aber auch so ein bisschen die Überlegung, dass die rechtlichen Regelungen eigentlich nicht zur Dynamik der Entwicklung von KI passen. Das hatte Herr Nemitz ja, glaube ich, vorhin auch angesprochen. Also ich glaube, wir müssen den Bogen auch noch mal so ein bisschen klären. Wie können denn solche rechtlichen Regelungen dann überhaupt aussehen? Also wie können sie greifen? Da hat Herr Nemitz, glaube ich, eher gesellschaftspolitische oder ausgehend von Gesellschaftsmodellen bestimmte Dinge vorgeschlagen. Womöglich kommen Sie da wieder ein bisschen mehr zu einem praktisch, aber ich möchte Frau Demel auch gerne nochmal die Gelegenheit geben, nochmal Stellung zu beziehen. Also Herr Nemitz hat eben gesagt, ich sagte, das waren harte Bandagen, die er aufgefahren hat. Das sind nicht nur wirtschaftliche Interessen, die eben die entsprechenden Konzerne auch haben, sie haben auch massiv politische Interessen. Würden Sie das so stehen lassen oder würden Sie sagen, nein, wir machen da eigentlich ganz was anderes? Also zunächst mal möchte ich eins nicht ganz so stehen lassen und das zeigt vielleicht, dass auch nicht nur KI manchmal vorurteilsbehaftet sein kann, sondern auch wir Menschen das sehr oft sind und das der KI beibringen. Der Bitkom ist ein deutscher Verband mit über 2000 Mitgliedsunternehmen. Davon sind über 80% deutsche Unternehmen. Wir haben um die 500 Startups, wir haben 1000 Mittelständler, die Hälfte der DAX 40 Unternehmen. Wir haben auch die großen amerikanischen Plattformen als Mitglieder an Bord. Ich finde es auch ganz wichtig, weil wir versuchen, den ganzen Markt auch in die Diskussion einzubeziehen, weil wir nämlich als Ziel in unserer Satzung haben, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen. Also das nur so mal nochmal zur Einordnung, woher ich komme, was, glaube ich, ein bisschen woanders her ist, als es gerade gesagt wurde. By the way, unser Präsident war unter anderem auch Bertelsmann Manager, also er war nicht nur bei Microsoft. So viel sozusagen als Disclaimer. Und zur Sache. Also wenn wir anknüpfend an, was Sie gefragt haben, Frau Mangelsvogt, die Frage, wie das Recht und diese schnelle technologische Entwicklung zusammenpassen oder wie wir das angehen sollen, diese Frage. Zunächst mal, ich glaube, es stimmt nicht, dass der Cyberraum unreguliert ist oder das Internet unreguliert. Zunächst mal gilt alles Recht, was im analogen Raum gilt, im Prinzip auch im digitalen Raum. Dann haben wir natürlich die Problematik, die der Herr Lenz gerade angesprochen hat. Manche Logik der digitalen Technik lässt sich schwer einordnen in die bisherige rechtliche Logik, die wir haben. Also da müssen wir irgendwie mit umgehen. Das mag auch erklären, warum viele Unternehmen, die mit den neuen Technologien arbeiten und ganz neue Geschäftsmodelle aufsetzen, sich oft gezwungenermaßen in einer Art Graubereich bewegen, weil man noch nicht genau ausgelotet hat, wie sind schon bestehende rechtliche Regelungen jetzt auf diesen neuen Sachverhalt anzuwenden. Das ist die eine Seite. Die andere ist, ja, Demokratie braucht Zeit. Da bin ich bei Ihnen, Herr Nemitz. Also man braucht auch diesen Diskurs und diese Prozesse. Man muss sich die Dinge auch genau angucken. Ich glaube, eine Konsequenz und da sind wir uns immer nicht einig, ist, dass ich eben rechtlich nicht alles im Detail und vor allem nicht in Bezug auf einzelne Technologien regeln kann. Ich muss also quasi, und das sieht man zum Beispiel an den Grundrechten, die sind überhaupt nicht veraltet, die gelten ja nach wie vor als wunderbare Messlatte für auch alle weiteren Gesetze und auch alle weiteren Tätigkeiten. Also ich muss bestimmte Leitplanken als Gesetzgeber
einschlagen, die möglichst nicht sofort wieder veralten. Ist gar nicht so einfach, aber das, glaube ich, muss das Ziel sein. Und dann kann man, und dann gibt es ja weitere Instrumente, mit denen man auch untergesetzlich regeln kann. Also ich beobachte zum Beispiel eine starke Zunahme der Bedeutung von Normen und Standards in der Technik, weil das natürlich auch nochmal so Stand der Technik und wie ich was umsetzen soll und dann auch meine Haftung dadurch begrenzen kann, das hat auch einen großen Einfluss. Und ich glaube, das ist auch von der Kommission berücksichtigt worden, zum Beispiel bei ihrem Entwurf für die KI-Regelung. Ich halte es richtig, dass wir da auch horizontale Regelungen haben. Wir müssen halt gucken, dass wir nicht irgendwie horizontale, also quasi so generell geltende Gesetze haben, die sich dann vielleicht beißen mit dann nochmal Spezialgesetzen in einzelnen Bereichen, wie jetzt Gesundheit oder Automobil oder wie auch immer. Genau, also vielleicht belasse ich es dabei mal für den Anfang. Und dann. Ja, herzlichen Dank, Frau Demel. Ich hatte noch eine Frage auch gestellt. Da sind Sie jetzt so ein bisschen, weil Sie das andere natürlich erstmal abräumen mussten. Das verstehe ich sehr. Aber ich hatte ja noch mal gefragt, irgendwie die entsprechenden Konzerne, die können Sie ja beurteilen, wie sie im Einzelnen agieren. Ist das denn so, dass es Konzerne gibt, die massive politische Interessen haben, so wie Herr Nemitz das beschrieben hat, dass es also nicht um eine reine wirtschaftliche Entwicklung einer Technik geht, sondern dass da politische Interessen tatsächlich auch eine besondere Rolle spielen? Ich finde, das sollten wir zunächst einmal klären, um dann nochmal zu gucken, was kann Technik da leisten und wofür kann Technik etwas leisten? Also nach meiner Erfahrung und Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von sehr unterschiedlichen Unternehmen sind Unternehmen in der Regel erstmal unternehmerisch gestrickt. Das heißt, die wollen ein Geschäftsmodell finden und umsetzen, mit dem sie Geld verdienen, ganz schlicht. Ja? Und oft ist, natürlich gibt es auch möglicherweise bei dem einen oder anderen Unternehmenslenker gewisse politische Interessen. Aber ich halte eigentlich... Nach meiner Erfahrung ist es so, dass Unternehmen nach möglichst viel Geschäft streben. Und natürlich sehen sie Regulierung, die ihr Geschäftsmodell gefährdet, durchaus auch kritisch, ja, und werden im Zweifelsfall auch versuchen, da irgendwie Wege zu finden, warum das abzumildern, ja. Aber gleichzeitig sind Unternehmen, also jedenfalls Unternehmen, die eine längere Zeit bestehen wollen, auch darauf angewiesen, klare Gesetze zu haben, in deren Rahmen sie sich bewegen können, weil die sie natürlich auch schützen. Und in der Regel, ich habe auch die Erfahrung gemacht, also gerade amerikanische Unternehmen, da ist Compliance, also die Einhaltung von Gesetzen, schon ein sehr wichtiges Thema. Natürlich werden sie sich im Rahmen der Gesetze auch vielleicht mal ausloten, was noch geht und was nicht. Aber ich finde, zu sagen, dieses Disruption des Rechts, also von vornherein als Ziel auszugeben, also das ist, weiß ich nicht, also das ist mir noch nicht untergekommen, ja, Disruption als, wir wollen quasi ganz neue Geschäftsmodelle schaffen und ganz neue Technologien in den Markt bringen, die natürlich auch neue Machtverhältnisse vielleicht zwischen den Unternehmen im Sinne von, das eine Unternehmen wird stärker, das andere wird schwächer herbeiführen, das ja, aber also ich, das finde ich schwierig und ich glaube, es ist auch ganz gefährlich, nur auf die großen GAFAM zu gucken und an denen die Regulierung auszurichten. Weil wie gesagt, wenn wir einen Digitalstandort Deutschland oder Europa fördern wollen, dann müssen wir gucken, was ist eigentlich gut für den Mittelstand und was ist gut für die kleinen Unternehmen und wie können die sich entwickeln und wie schaffen wir es hier auch große Unternehmen ranzuzüchten, quasi die auch mitspielen können auf dem globalen Markt. Und da glaube ich eben, ist diese Frage mit den rechtlichen Ansätzen, der von Paul Nemitz skizzierte Ansatz, lieber also von der Gesellschaft auszugehen und eher umfassend zu regeln vorab,
hat halt den größeren, hat die größere Gefahr, zu überzuregulieren. Der andere Ansatz hat die Gefahr, manchmal zu wenig zu regulieren oder vielleicht erst nachzuziehen, wenn Missstände erbrochen sind. Aber man muss sagen, die großen Unternehmen sind dort entstanden, wo dieser schmalere Ansatz gefahren wurde. Und ich glaube, da wir haben in Europa eine andere Tradition. Das ist auch okay, wenn wir anders rangehen als die Amerikaner. Aber ich bin auch, also ich bin da bei Herrn Lenz, mir war es auch zu negativ, ja, weil ich wollte noch anführen bei den Beispielen, was KI uns eigentlich bringt und auch der Gesellschaft bringt und warum es geradezu fahrlässig wäre, KI zu sehr und die Entwicklung von KI zu sehr einzuschränken, ist, wir werden keine nachhaltige Stromversorgung ohne KI hinbekommen. Ja? Wenn wir smarte Netze, Stromnetze haben wollen, brauchen wir KI, um die zu steuern. Wir werden personalisierte Medizin, individuelle Therapien, individuelle Behandlungen nur damit hinbekommen. Wir werden die Medizin grundlegend verbessern damit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch mal zu sagen, so damit wir so die Balance finden und durchaus nicht leugnen, dass es auch Risiken gibt, die wir im Blick behalten müssen, aber eben ausgewogen. Ja, ich glaube, das ist eben das Spannungsfeld, ja, zwischen vielen Vorteilen, die man hat. Sie haben den Bereich Gesundheit genannt. Also klassischerweise ist ja immer die Frage der Tumorerkennung, ja, also gibt eben halt mit Maschinen, sage ich jetzt mal, mit künstlicher Intelligenz, Apparate, die dann eben halt Krebsarten zu 99% erkennen können. Das können Ärzte nicht. Das sind sicher einige Beispiele, die man nennen kann. Die werden auch nicht müde, die KI. Technologien und sie haben auch keine schlechte Laune oder was auch immer irgendwie. Ja, also bestimmte Sachen sind sicher sehr gut auch damit irgendwie zu regeln. Andere sind vielleicht eben hochdramatischer. Ja, also wir leben ja alle mit den Vorteilen, die KI auch für uns sich bietet. Ich möchte noch mal einmal kurz zurück zu Herrn Lenz. Die Frage praktisch, große digitale Konzerne und aber kleine Start-ups. Ja, also die Frage nochmal zu formulieren, können nicht kleine Start-ups praktisch auch in Bereichen KI entwickeln, KI nutzen, wo wir sonst gar keine Möglichkeiten hätten des Einwirkens? Also was an neuen Sachen kann da praktisch existieren? Also man sagt ja immer bei KI, es gibt die Leute, die sind völlig fasziniert von KI. Vielleicht zähle ich Sie dazu, das können Sie gleich korrigieren oder wie auch immer. Dann gibt es die Ungläubigen und sagen, na so großartig kann das doch irgendwie alles gar nicht sein. Und dann gibt es die Ängstlichen, die sagen, also überall sind diese Daten und die werden verknüpft auf eine Art und Weise, die ich nicht mehr kontrollieren kann, die Demokratien nicht mehr kontrollieren können. Und wir haben ja auch nicht nur friedliche Demokratien, wir haben auch andere Systeme, die KI natürlich auch ganz anders nutzen können. Aber sagen Sie nochmal diesen Start-up-Gedanken sozusagen, das Neue, was sich daraus entwickeln kann. Ist das ein Gedanke, der vielleicht auch für gesellschaftliche Weiterentwicklung genutzt werden kann? Ich hoffe, ja. Also ich glaube, dass die Chancen da liegen, effizienter zu werden. Also für mich hängt der Begriff KI sehr nah mit dem Begriff Nachhaltigkeit und Effizienz irgendwo auch zusammen. Wenn Automatisierung, um das ein bisschen vereinfacht darzustellen, dazu beitragen kann, bestimmte Prozesse zu beschleunigen oder zu vereinfachen, und Wertschöpfung zu verbessern an bestimmten Bereichen, dann gibt es die Chance für Startups, in bestimmten kleinen Prozessteilen etwas zu optimieren, wie die Voraussage, wann zum Beispiel ein Teil einer Maschine kaputt geht oder sowas. Wenn man sich darauf spezialisiert, kann man dann effizienter sein oder Kosten sparen. Ich glaube, da gibt es Potenziale, die am Ende auch dazu führen, vielleicht wie beim Thema Strom oder Energie, dass weniger Energie oder Verschleiß stattfindet, also Nachhaltigkeit und KI, das kann auch gut zusammengehen, glaube ich. Und da liegen ganz viele Chancen und Potenziale. Und ich mag das deshalb, weil in meiner Zukunftsthese, und ich finde, wir sind alle miteinander dazu gezwungen, positive Zukunftsthesen zu erfinden, sonst wäre es ja nicht lebenswert vielleicht. Da denke ich mir, dass KI und Automatisierung irgendwann auch die Aufgabe übernimmt, Themen von uns zu nehmen, die vielleicht im produzierenden Gewerbe oder die so repetitiv sind, dass sie gar nicht den menschlichen Kompetenzen unbedingt so nahe kommen, sondern mir eigentlich mehr Zeit dafür geben, nicht am Computer zu sein und arbeiten zu müssen, sondern mehr in der Natur zu sein, kreativ zu sein und Dinge zu tun, die eben eine KI oder ein Computer nicht kann. Und deswegen, glaube ich, befinden wir uns auf dem Weg dahin, dass
Lebensarbeitszeit aufgrund von KI und Automatisierung sinkt, Wohlstand im besten Fall und auch Nachhaltigkeit steigt, um dort von der Ausgewogenheit im Bereich Lebensarbeitszeit auch bestimmte Dinge, die wir in den letzten Dekaden kennengelernt haben, zu überwinden und in eine andere Systematik vorzustoßen. Ich glaube, wir erleben hier eine ganz schnelle Evolution und ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert. Und ich übernehme sozusagen vielleicht den blauäugigen, positiven Teil nach vorne und bin sehr dankbar, dass es halt auch Leute gibt, die das auch kritisch in den Rahmen packen müssen. Mir fällt das nur zunehmend schwer, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie im Prinzip die Flughöhe und Kompetenz aussehen kann, für diese Regulatorik und Verbote und Mauern zu sorgen, die genau richtig treffen, wo wir ja noch gar nicht genau wissen, was alles da reingehört. Und insofern ist das, finde ich, eine sehr schwierige, sehr spannende Diskussion. Und ich glaube, dass ganz viele Startups, die ich kennenlerne, gerade Finanzierungen bekommen aus der Wirtschaft, eben weil sie einen hohen KI-Anteil drin haben. Also ganz verkürzt, je mehr KI-Anteil in einem Startup drin ist, desto leichter bekommt ein Startup heutzutage Finanzierung. Und ich glaube, da sind ganz große Chancen eben auch drin vergraben. Ja, danke schön. Bevor ich an Herrn Nemitz gleich nochmal weitergebe, möchte ich erst Bernd Lange nochmal fragen. Und zwar, da sind ja verschiedene Sachen angesprochen. Also einmal die Frage auch von gezielter Förderung beispielsweise. Ja, also dass man stärker sehen kann, in welche Bereiche von KI kann ich dann auch tatsächlich Fördermöglichkeiten geben. Und gleichzeitig habe ich meinen Lenz aber eben auch gehört mit einer gewissen Faszination für KI, die ich auch durchaus in bestimmten Bereichen sehr teilen kann, aber auch gleichzeitig so dieser Ausdruck, wir wissen ja noch gar nicht so ganz genau, wohin es geht. Ja, also das ist, glaube ich, doch eine Problematik bei KI, dass man eigentlich auch politisch eigentlich immer hinterherhinkt. Ja, also es entwickelt sich so stark, sodass diese Frage von Regulierung, und darauf wird Herr Nemitz sicher gleich auch nochmal eine Antwort geben können, dass die eigentlich immer so ein bisschen hinterherhinkt. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass wir in den Bereichen exponentielles Wachstum haben und explodierende Daten haben, ja, jeden Tag werden Unmengen an Daten generiert praktisch und können über neuronale Netze dann eben entsprechend verknüpft werden. Wenn das so ist, ja, hat Politik dann überhaupt eine Chance, noch irgendwie dieser Geschwindigkeit von KI überhaupt etwas entgegenzusetzen? Und wie könnte das sein? Zunächst nochmal, es geht also nicht um das Verteufeln von KI, ganz im Gegenteil. Und da bin ich sicherlich auch ein Freund von technologischer Entwicklung, weil, und nochmal, diese Geschichte in Hamburg ist faszinierend, was alles möglich ist, was das Leben erleichtert und auch Nachhaltigkeit gestaltet. Aber die Frage ist doch, wer entscheidet über den Einsatz von KI und in welchem Mechanismus wird KI eingesetzt? Und dann nochmal ist die Frage des Zugangs zum Algorithmus schon die entscheidende Frage. Wenn eben ein Social Scoring vorgenommen wird oder ein Auswahlverfahren durch KI und der Algorithmus ist von alten weißen Männern mit keinem Migrationshintergrund programmiert und zufälligerweise wird eben auch kein Kollege mit Migrationshintergrund oder eine Kollegin mit Migrationshintergrund in die High-Ranking-Auswahlverfahren gesetzt, dann ist genau hier das Problem, dass eine Intransparenz im Algorithmus steckt. Und, ja, weil nur das eingehen kann, was auch eingespeist wurde, ja, was über genau, Daten eingeht. Genau, deswegen ist es immer Status Quo, ist das richtig? Nein, man muss die Transparenz sicherstellen, damit man auch die Entwicklung nachvollziehen kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende auch. Beim Social Scoring, die Frage, in dem Vorschlag der Kommission ist drin, dass das Behörden nicht machen sollen, keine Diskriminierung aufgrund solcher künstlichen Intelligenz, kann man schon fragen, ob man bei Privatunternehmen sowas eben auch nochmal stärker reguliert. Aber für mich ist das Entscheidende, dass Algorithmen transparent sind und dass man es nachvollziehen kann, unter welchen Gesichtspunkten welche Entscheidungen beeinflusst werden. Und da sind wir auch beim ganz kritischen Punkt. In einem europäischen Gesetzgebungsvorschlag ist ein Stück weit Transparenz drin. Natürlich versuchen diejenigen, die Algorithmen entwickelt haben, das als geistiges Eigentum
zu definieren. Und wir sind gerade auf der auf der weltweiten Ebene genau dabei, ob man das geistige Eigentum nur bezieht auf den Quellcode einer Plattform, eines Programms oder eben auf dem sich entwickelten und programmierten Algorithmus. Und die starken Unternehmen, diese 6 weltweit, die wollen natürlich, dass das eben nicht offengelegt wird und versuchen, das eben mit der Dominanz ihrer Macht auch durchzusetzen. Und da sind wir auch bei den Start-ups natürlich, die durchaus ein anderes Interesse haben, hier auch nachzuvollziehen, wer wie was programmiert hat, mit welcher Absicht, um letztendlich auch eine weitere Gestaltungsmöglichkeit zu haben. Und da sind wir auch nochmal bei einer globalen Frage. Wer kann eigentlich letztendlich davon profitieren, dass wir bestimmte Möglichkeiten der KI haben, wenn eben Algorithmen eben nicht transparent und nachvollziehbar sind und nur im Eigentum einiger weniger, dann sehen vielleicht die Start-ups in Afrika in die Röhre. Also deswegen die Frage der Transparenz und der Offenlegungsmöglichkeiten von Algorithmen ist für mich das entscheidende Momentum und nicht vielleicht so sehr die Regulierung einzelner Anwendungsbereiche, weil da in der Tat man sicherlich immer hinterhängt. Man muss nachvollziehen können, unter welchen Bedingungen, warum Entscheidungen vorbestimmt werden. Ja, Herr Nemitz, jetzt Sie haben eine ganze Weile zugehört und haben sicher die ein oder anderen Gedanken auch. Frau Demel hat gesagt, das, was wir eigentlich an Grundrechten haben, die reichen sozusagen, um zu regulieren, so habe ich Sie verstanden. Und Sie haben aber vorhin ja gesagt, nein, man muss die Grundrechte aktualisieren praktisch und das nach einem anderen Modus sozusagen der Bewertung tatsächlich auch tun. Jetzt hat Bernd Lange eben ein paar Bemerkungen, ein paar Kriterien genannt, an denen er eigentlich das gerne ausgerichtet haben möchte. Da spielt immer eine Rolle die Nachvollziehbarkeit, wie ist praktisch was zustande gekommen, damit einhergehend auch die Transparenz. Und ein dritter Gesichtspunkt ist, glaube ich, auch noch die Fairness. Wie kann das denn passieren, wenn man so ein bisschen liest zur künstlicher Intelligenz? In der Vorbereitung habe ich mir ein paar Sachen angeguckt. Dann stehen da so Texte, beispielsweise auch Texte, die von der EU geschrieben werden, wo man sagt, naja, diese Werte, Transparenz, Informationsautonomie und so weiter, die sollen gegossen werden. Da gibt es 5 verschiedene Bereiche, die eine besondere Berücksichtigung finden sollen. Und da steht zum Beispiel ein einziger Satz: Unternehmen und Privatpersonen müssen davon ausgehen können, dass die Ergebnisse wohlwollend, zielführend und zweckentsprechend konzipiert wurden. Da frage ich mich, wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Und wer eigentlich soll das überprüfen? Ihr Mikro bitte. Ja, wichtige Fragen. Ich will erstmal Herrn Lenzen nochmal versichern. Ich glaube, man muss bei der Einstellung zum Thema ja unterscheiden zwischen dem Individuum oder dem Startup einerseits und der Politik andererseits. Ich bin der Letzte, der irgendjemand den Mut nehmen will, als Unternehmer in den Bereich der künstlichen Intelligenz zu gehen. Ich finde das super. Startups bin ich absolut dabei. Wir machen ja auch eine Industriepolitik auf europäischer Ebene, die versucht, Startups im Tech-Bereich, ob in der künstlichen Intelligenz oder anderen Bereichen, zu fördern. Und genauso ist das bei der individuellen Technikbegeisterung. Na klar, das ist auch gerade in Deutschland ja sozusagen die Stärke auch der Innovation und der Wirtschaft. Aber diese Frage sozusagen des persönlichen lockeren Umgangs, des persönlichen Berufswegs, der persönlichen positiven Einstellung zur Technologie, also sozusagen der Geek, der sich begeistert, bin ich übrigens selbst auch, muss man ja ganz deutlich unterscheiden von der Aufgabe der Politik. Also insofern, ich glaube, das lässt sich miteinander verbinden. Wir leben ja in Deutschland und Europa in einer Gesellschaft, die einerseits hochtechnologisch leistungsfähig ist und immer wieder Menschen hervorbringt, die Innovation in der Technik wunderbar voranbringen, weil sie begeisterte Erfinder sind, begeisterte Unternehmer. Und das ist gut so und das müssen wir respektieren und fördern. Und gleichzeitig ist Deutschland das Land der kritischen Theorie. Sind wir ein Land, wo bisher eben noch kein Trump an der Regierung war. Und um das auch mal klar zu sagen, auch bei uns ist eben der Kongress noch nicht erstürmt worden.
Aber in Amerika ist es hart an der Grenze gewesen. Ja? Also, und das ist kein Zufall. Das hat etwas mit diesem Kommunikationsumfeld der Netzwerke zu tun. Das hat nicht mit Technologie insgesamt etwas zu tun, aber das hat etwas mit diesem Kommunikationsumfeld der Personalisierung zu tun, wo jeder nur noch das zu hören bekommt, was er hören will. Und dadurch werden die Menschen immer radikaler und dadurch wird die Gesellschaft auch immer mehr polarisiert. Das heißt also, ich glaube, Herr Lenz, Ihre Begeisterung teile ich als Individuum, aber wenn es um die politische Aufgabe geht, geht es darum, auch den Unternehmern die Technik entwickeln, in dem Sinne, wie Frau Demel das gesagt hat, die Rechtssicherheit zu geben, die Orientierung zu geben, wie sie ihre Verantwortung gegenüber der Zukunft wahrnehmen kann. Und jetzt komme ich damit zu der Frage von Frau Mangens-Vogt. Diese Orientierung beginnt in solchen Wischi-Waschi-Politikdokumenten. Das ist ja immer der Prozess in der Politik. Ja, es beginnt mit irgendwelcher Prosa und dann endet es in dem nobelsten Instrument der Demokratie, nämlich dem Gesetz. Und ja, jetzt ist Ihre Frage konkret, wie macht man das? Und diese Frage ist zum Teil unbeantwortet. Wenn ich mal einen der ganz Großen der künstlichen Intelligenzentwicklung zitieren darf, Stuart Russell, also einer der, er hat vielleicht das wichtigste Lehrbuch über künstliche Intelligenz geschrieben. Und nicht nur das, sondern er hat eben auch ein Buch geschrieben, das heißt Human Compatible, The Problem of Control, also mit dem Menschen vereinbar, das Problem der Kontrolle. Worum geht es in dem, was uns Stuart Russell sagt? Stuart Russell sagt, künstliche Intelligenz kann allgemeine Prinzipien von Werten nicht anwenden. Das heißt, wenn in einem Entscheidungsprozess an einem bestimmten Punkt Wertentscheidungen zu treffen sind, müsste eigentlich die künstliche Intelligenz so programmiert werden, dass sie zurückgeht zum Menschen und den Menschen fragt, ja, wie soll ich denn jetzt entscheiden? Ja? Und das ist zum Beispiel der Grund, um das jetzt mal ganz praktisch zu machen, warum im deutschen Verwaltungsverfahrensgesetz steht, Automatisierung in der öffentlichen Verwaltung braucht eine besondere Rechtsgrundlage. Die Demokratie lässt sich nicht durch Maschinen implementieren in der Regierungsführung, sondern da muss in einem Gesetz drinstehen, das kann automatisiert werden, haben wir auch gemacht in Deutschland, zum Beispiel im Steuerrecht, Sozialrecht, überall, wo Gesetze sozusagen sehr zahlenlastig sind, ist Automatisierung erlaubt worden durch Sondergesetze im Steuerrecht, im Sozialrecht und so weiter, aber darf nicht dort gemacht werden, wo Ermessen notwendig ausgeübt werden muss, weil das Ermessen eine Wertentscheidung beinhaltet. Also diesen komplexen Fragen, glaube ich, müssen wir uns stellen im interdisziplinären Diskurs. Und ich will jetzt auch mal Herrn Lenz sagen, ich bin da ganz optimistisch. Warum? In Deutschland gibt es eine Ingenieurskultur, die gelernt hat schon in den 70er Jahren, also von Adorno und anderen, ja, die Ingenieure, die Adorno hat ja gesagt, die deutschen Ingenieure haben die Gleise nach Auschwitz verlegt, ohne zu fragen, was denn in Auschwitz passiert. Aber die Gleise waren perfekt. Ja? Das ist der berühmte Text von Adorno. Wenn Sie den heute lesen, ist der genauso aktuell wie damals in den 60er Jahren über die Erziehung nach Auschwitz. Und in den 70er Jahren gab es die berühmte Studie von Eugen Kogon, die Stunde der Ingenieure. Müssen Sie mal lesen. Herr Lenz, das ist ein großes Werk. Damals der Eugen Kogon hat 20.000 Ingenieure in Deutschland befragt, gemeinsam mit dem Verband Deutscher Ingenieure. Und die zentrale Frage war, die er gestellt hat als Politologe, der sein Leben lang versucht hat, Werte im Engineering zu lehren, sind die Ingenieure bereit, politisch die Verantwortung für ihre Technologie zu übernehmen, für die Folgen ihrer Technologie in der Gesellschaft? Das war natürlich damals Atomkraft zum Beispiel, aber nicht nur. Und das ermutigende Ergebnis war von Kogons großer Untersuchung damals, dass in Deutschland die Ingenieure die politische Verantwortung für ihre Technologie bereit sind zu übernehmen. Das ist eigentlich eine sehr gute Grundlage. Das ist eine Grundlage dafür, dass wir im Dialog mit den Ingenieuren es schaffen können, die Themen, die wir heute hier diskutiert haben, mit begeisterten Ingenieuren so zu regulieren, dass auch in Zukunft Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit noch funktionieren können. Denn darum geht es.
Und dass es darum geht, ich sage das nochmal, Frau Diemel, es ist nicht alles so locker und harmlos. Das haben wir in Amerika gesehen. Das war nämlich haarscharf an der Kante. Und die Polarisierung, die in Amerika geschaffen wird durch die sozialen Netzwerke, ist längst nicht vorbei. Und auch in Europa ist die nicht vorbei. Und Herr Lenz, Sie haben ja recht, wir haben nochmal Glück gehabt. Aber Tatsache, es stimmt auch, die SPD mit ihrem neuen Generalsekretär damals und jetzt Lars Klingbeil, Vorsitzenden aus Niedersachsen, hat dann im Wahlkampf das recht gut gemacht. Aber bis zu dem Zeitpunkt vorher war die AfD im Facebook die absolut am besten organisierte Partei. Und ich meine, wir könnten das jetzt noch mal etwas vertiefen. Herr Nebels, darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Also was jetzt, ich versuche zu verstehen, dass Sie, ich glaube, dass Sie das sagen wollen, dass Sie optimistisch sind für Deutschland praktisch, in der Logik, deutsche Ingenieure sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten womöglich auch. Dass aber vieles, was Sie gesagt haben, sich jetzt tatsächlich aus eher bezieht aus auf ausufernde, nicht regulierte US-Konzerne und dass Sie aber tatsächlich die Möglichkeit sehen, innerhalb Deutschlands oder innerhalb der EU zu Regulierungen zu kommen, die, ich sag mal, jetzt Sie akzeptieren können, aber zum Beispiel auch eine Frau Demel oder ein Herr Lenz akzeptieren können. Ist das so richtig? Habe ich das so wiedergegeben, verkürzt? Ja, also ich würde schon sagen, dass die Ingenieurskultur in Deutschland ganz besonders, und das hat etwas mit der Atomdiskussion in den 70er Jahren und der Tatsache, dass Hans Jonas war ja ein deutscher Immigrant, der in New York lehrte, aber sein Buch damals auf Deutsch geschrieben hat. Wir haben da eine Diskussion hinter uns, und das kann man entweder als deutscher Sonderweg lesen, ja, also Verbot der Atomkraft. Man kann, glaube ich, aber sagen, dass in Europa insgesamt die Bereitschaft sozusagen zum Dialog, zu einem konstruktiven Dialog, der auch zu Ergebnissen, politischen Ergebnissen führt, zwischen Technologie und Politik viel mehr ausgebreitet ist als in Amerika. In Amerika ist es praktisch unmöglich, auf der Bundesebene in Washington noch Gesetze hinzukriegen, die den Konzernen nicht passen. Dann lassen Sie uns Frau Demel fragen, Herr Nemitz. Lassen Sie uns Frau Demel fragen, ob sie das auch so einschätzt, dass es eine besondere Möglichkeit gibt im deutschen Raum oder vielleicht auch im EU-Raum. Dazu kann Bernd Lange gleich mal was sagen. Aber im deutschen Raum erstmal, dass es zu solchen Regulierungen kommen kann und die auch entsprechend angenommen werden. Frau Demel, funktioniert das? Darf man optimistisch sein? Ja, ich glaube, Gesetzgebung allein für Deutschland funktioniert nicht. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich lange auf die EU-Ebene gehen, um da sinnvoll einen Rahmen zu schaffen, weil wir einfach als Markt sonst zu klein sind, als dass wir unsere speziellen Regelungen da treffen können. Woran ich aber schon glaube, und das ist auch, daran beteiligen wir uns auch, an einen konstruktiven Dialog zwischen denen, die künstliche Intelligenz entwickeln und und denen, die sie einsetzen wollen, und der Politik, die versucht, die Regulierung, das ist ja auch der explizite Versuch, Regulierung so auszugestalten, dass sie eben einerseits die Risiken, die es sowohl sozusagen für Leib und Leben gehen kann, wenn ich irgendwie selbstfahrende Fahrzeuge oder sowas habe, als auch diese demokratischen und Freiheitsrechte gefährden kann, dass man die in den Griff kriegt, aber gleichzeitig genug Spielraum lässt, dass wir auch die Technologie weiterentwickeln können und dass wir nicht irgendwie die so stark auf bestimmte Spezifikationen festlegen, dass wir davon nicht mehr wegkommen. Und, Darf ich Sie da noch mal fragen, Frau Demel? Sie hatten vorhin gesagt, das wollte ich gerne noch mal gegeneinander besprechen, Sie hatten gesagt, die Grundrechte reichen. So hatten Sie gesagt, die sind noch aktuell. Die müssen ja immer durch Gesetzgebung noch mal konkretisiert werden. Ja, und das, was aber wir vorhin rausgearbeitet haben, diese Frage von Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Fairness und so weiter, das gießt sich ja letztendlich dann jetzt in oder wird gespeist durch bestimmte Grundrechte. Ja, also wäre das dann ein Ansatzpunkt, wo man überhaupt regulieren könnte, wenn man solche grundlegenden Werte hat oder grundlegenden Überlegungen, was sinnvoll wäre sozusagen, um das anzuwenden? Also über diese Ziele sind wir uns ja, glaube ich, auch immer einig. Die Frage ist,
welche, also wie reguliert man das? Also mit welchen Maßnahmen kann man sicherstellen, dass Transparenz besteht? Es gibt, und da gibt es eben unterschiedliche Ansätze und ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Also was zum Beispiel ein Ansatz ist, ist, dass man so diese Forschungsdatenklausel, ne, dass man sagt, da hier Forschung muss reingucken können, mit was für Daten oder wie so ein System trainiert wurde oder es muss es auch mal testen können, dass es nochmal von anderer Seite so eine Kontrolle gibt zum Beispiel. Wir werden wahrscheinlich nicht jedes KI-System vorher durch eine Behörde testen lassen können und zwar schon aus ganz praktischen Gründen. Wir haben 96.000 fehlende IT-Fachkräfte in Deutschland allein. Und wir haben, also das ist auch so ein bisschen eine logistische Frage, wie man das ausgestaltet. Ich glaube, wir streiten uns gar nicht um das, welche Ziele wir verfolgen, sondern wirklich, wie kriegt man das hin? Wie geht man, also welche Regeln machen Sinn in der Logik dieser Technologie, um die Grundrechte zu schützen und um diese Transparenz und diese Sicherheit herzustellen, die wir uns alle wünschen beim Einsatz. Ja, ich habe so ein bisschen verstanden, das möchte ich gerne noch mal eben einmal nachfragen, dass bei einem KI-Zyklus, das habe ich neu gelernt, dass es da immer um Erkennen, Verarbeiten und Agieren geht. Ich hoffe, das ist so richtig praktisch und darauf kann man ja Transparenz und Fairness und Nachvollziehbarkeit für diese einzelnen Schritte in diesem Arbeitszyklus auch anwenden. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie haben das ja angedeutet schon sozusagen, gibt da keine Möglichkeit, einzelne Schritte immer kontrollieren zu lassen. Das war ja vorhin auch meine Frage, ne? Wer macht das eigentlich? Wer kontrolliert das? Ist dann alles, was wir jetzt besprechen, nicht vielleicht wünschenswert, aber in der Realität eigentlich nicht machbar? Ich glaube, es kommt darauf an, wie man rangeht. Also ich habe auch nicht gemeint, dass man dass es darum geht, jeden einzelnen Schritt zu kontrollieren. Ich glaube, es ist richtig, dass man guckt, welche Systeme bilden in welchem Kontext bestimmte Risiken aus. Und dann muss man sich die angucken, die wirklich mit einem nennenswerten Risiko behaftet sind und die werden dann genauer geprüft. Das Problem ist so ein bisschen, es gibt auch nicht das eine KI-System. Es gibt unterschiedliche Systeme, die unterschiedlich trainiert werden, die sich unterschiedlich stark weiterentwickeln oder die immer auf dem Stand bleiben, wie man sie einmal eingesetzt, programmiert hat. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir uns, dass wir viel Wissen aufbauen rund um diese Systeme, damit wir auch in der Lage sind, einschätzen zu können, wo ist es wichtig zu regulieren und wo. Es gibt Systeme, die sind, da kann ich nicht nachvollziehen im Nachhinein, warum mir jetzt zum Beispiel das System diese Empfehlung ausgespuckt hat, weil es hat sich Muster erkannt und sonst was und hat sich seine Wahrscheinlichkeiten zurechtgemacht und ich kann es nicht lückenlos nachvollziehen, ist aber egal, weil ich das sowieso nur als eine Prognose nehme, die ich dann nochmal irgendwo vielleicht gegenchecke oder wo das keine Auswirkungen hat, wenn die nicht in bestimmte Richtigkeit erreicht. Es gibt aber andere Bereiche, da ist es absolut wichtig, dass ich eine bestimmte Qualitätsstufe erreiche. Und da gibt es, glaube ich, es gibt keine einfachen Antworten. Wir müssen einfach gucken, bestimmte rechtliche Vorgaben einzuziehen, die aber und uns aber dabei gleich mit überlegen, wie wollen wir das in der Praxis durchsetzen? Weil ich glaube, das war auch in der Vergangenheit im Internet teilweise unser Problem. Nicht, dass es da kein Recht gab, aber wir hatten keine Ressourcen und keine Vorstellung, wie wir es durchsetzen. Mhm. Bernd Lange, nochmal die Frage nach den EU-Vorgaben praktisch. Also mich bewegt so ein bisschen noch die Frage, die wir jetzt eben diskutiert haben, wer soll das machen und wie kann das im Einzelnen geschehen? Aber Frau Demel hat ja auch gesagt, es nützt nichts, jetzt praktisch die Rechtsnormen praktisch im deutschen Rahmen festzulegen, sondern man muss das auf der EU-Ebene tun. Vielleicht dazu noch mal eine Überlegung, was passiert da schon auf der EU-Ebene? Was ist da geschehen letztendlich? Und dann möchte ich gerne an alle auch noch mal diese Frage mit dem Wer und Wie stellen. Ja, also wie kann das im Einzelnen gelingen? Ja, ich glaube in der Tat, wir haben einen europäischen Binnenmarkt und
Unternehmen agieren im europäischen Binnenmarkt, wenn nicht sogar global. Und deswegen kann eigentlich eine vernünftige Regulierung nur europäisch sein. Und wir haben ja mit der Datenschutzgrundverordnung genau einen Prozess, der auch sehr lang und intensiv, aber demokratisch strukturiert und entschieden worden, ein Standardgesetz, der so global jetzt wirkt. Und so, denke ich, müssen wir hinsichtlich der Regulierung von Plattformökonomie und von künstlicher Intelligenz auch vorgehen, sorgfältig diskutieren und dann aber entscheiden mit der Maßgabe, dass wir hier auch einen globalen Standard sogar erreichen. Und wir haben hier gerade am 20. Januar, noch gar nicht so lange her, im Europäischen Parlament mit ganz großer Mehrheit den Digital Service Act, wo es genau um die stärkere Transparenz für Plattformen geht, wo wir zum Teil eine Offenlegung von Algorithmen beschlossen haben, wo wir eine klare Intervention hinsichtlich von Hassmeldungen geben, dass wir klarstellen, wann unter welchen Bedingungen hier agiert werden kann. Und damit, wie meine Berichterstatterin das gesagt hat, den Wilden Westen abgeschafft haben im Bereich dieser Plattformökonomie. Und es gibt einen Gesetzgebungsvorschlag zur künstlichen Intelligenz. Das ist neben der Marktstruktur für Plattformen und diesem Digital Service Act eben fokussiert auf künstliche Intelligenz, den wir jetzt gerade beraten, wo wir auch die Frage der Transparenz, die Frage der Risikobewertung von künstlicher Intelligenz, weil in der Tat, Herr Lenz, nicht alles ist irgendwie problematisch, sondern da muss man gucken, welche Ansatzbereiche und wo und danach entsprechend auch Maßnahmen genommen. Und dann geht es natürlich um bestimmte Anwendungen. Social Scoring, das sehe ich, wie gesagt, sehr kritisch. Da würde ich mir auch wünschen, dass man das noch stärker ausdenkt. Oder der Einsatz von Erkennung von biometrischen Merkmalen bis hin zur Emotionserkennung. Aber da frage ich mich, welche Einsatzmöglichkeiten da wirklich notwendig sind, wenn wissend, dass in China Social Scoring und Emotionserkennung zu ganz anderen Bedingungen eingesetzt wird. Also da gibt es ein paar Spezialgebiete, wo ich sagen würde, sehr vorsichtig. Aber insgesamt, glaube ich, ist genau das der Weg, sorgfältig die Regulierung diskutieren mit allen Stakeholdern. Übrigens, Bitkom hat, glaube ich, auch schon gesagt, dass das Service Act gar nicht so schlecht ist. Und das versuchen als internationalen Standard zu setzen, weil, wie nochmal, 6 der Großen sind nicht europäische. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir jetzt mit den Vereinigten Staaten im Rahmen eines Handels- und Technologierates reden, um auch hier ähnliche Standards zu setzen. Ja, Sie haben das nochmal angesprochen, den Blick auch auf China, ja, also wie das auch genutzt werden kann. Also neueste Informationen sagen, dass das zentral gefördert wird, die KI mit 150 Milliarden. Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Ja? Also man sieht irgendwie, wo das Entwicklungspotenzial von KI dann tatsächlich auch liegt. Und wie gesagt, das kann in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich genutzt werden. Wir haben ja im Prinzip da schon das Spannungsfeld zwischen einmal einer US-Ökonomie praktisch, einer europäischen und letztendlich einer, die in China stattfindet oder vielleicht auch sogar in anderen Ländern, wo es eben dann tatsächlich auch für nicht so erstrebenswerte Ziele genutzt werden kann. Ja. Also Herr Lenz, nochmal die Frage nach wer und wie, ja, also und Kontrolle. Was haben Sie dafür, haben Sie da jetzt irgendwie eine Idee, wie das weiter reguliert werden könnte und womit Sie dann auch ganz gut eigentlich sehen könnten, dass die Start-ups beispielsweise damit gut leben könnten und gut arbeiten könnten? Ja, erstmal kann ich mich jetzt gerade in den letzten Beiträgen eigentlich allem anschließen. Ich finde auch von Herrn Nemitz alle Themen intellektuell und von der Basis kommend her grundrichtig. Die Frage nach der technischen Umsetzung ist komplex. Das dann eben sozusagen auf Europa oder globaler Ebene umzusetzen, ist eine Moderationsleistung, die ist, glaube ich, schwierig. Ich würde mir wünschen, dass man es schafft, das in einem möglichst engen Rahmen probieren, nach außen zu tragen, anstatt zu viel Komplexität in der Einzelregulierung zu wählen, zu gucken, wo man halt die gröbsten Standards setzt und dann in den Bereichen, die wir rechtlich heute schon haben, einfach noch sauberer versteuert, sauberer
vielleicht auch bestraft und dort Grenzübertretungen halt noch stärker ahndet, wo wir halt auch schon bestehende Gesetze haben. Ich glaube, dass der Rahmen gar nicht so schlecht ist und ich habe das Vertrauen, ich glaube, ich mag mich da gern auf Politik verlassen. Ich glaube, insgesamt ist es wichtig, dass wir es schaffen, eine Lust aufzubauen und keinen Widerstand gegen diese ganzen Strömungen, die wir ja nicht aufhalten können, und die Chancen zu ergreifen. Denn ich glaube so fest daran, dass diese Ingenieure oder die Entwickler und die Programmierer, das ist für mich auch irgendwo dasselbe, und die Haltung, die wir halt haben, die kritische Haltung oder die qualitative Haltung zu Daten und Transparenz und einem medialen System, was wir eigentlich gut finden, dass wir dort eine super Grundvoraussetzung haben, was Neues zu schaffen, wo wir vielleicht auch auf der Basis mal wieder irgendwas Weltmarktführendes vielleicht schaffen. Und vielleicht ist es dann, was mit künstlicher Intelligenz und Blockchain zusammenhängt und in diesem Rahmen irgendwie nochmal was Neues zulässt. Also im Prinzip glaube ich, dass man das in einem schmalen Rahmen festlegen muss. Und wenn Politik aber den Anspruch hat, alles en Detail zu regeln, dann hat man dieses Evolutions-Henne-Ei-Spiel, das meine Theorie wäre, dass man das nie gewinnen kann. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie sich Demokratie und Gesetzgebung verändern muss, aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen, die wir durch diese Hyperevolution, durch Digitalisierung, die so rasend schnell abgeht, dass man es manchmal gar nicht begreift, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, die Firmen haben nicht per se den Anspruch, Recht brechen zu wollen. Sie wissen manchmal gar nicht, wie es einzuordnen ist. Also aus Boshaftigkeit passiert das nicht. Bestimmt aus der Gier nach mehr Ertrag, das weiß ich wohl. Aber vielleicht können wir es halt irgendwie schaffen, diesen Ertrag, der da generiert wird. Ich glaube, Maschinensteuer ist ein wichtiges Thema, dass wir das abschöpfen können und halt irgendwo anders dem Gemeinwohl und den Prinzipien, die wir halt haben, besser zuführen können. Ich glaube, es wird genügend Wohlstand da jetzt schon generiert auf KI-Basis. Der müsste vielleicht im Besteuerungsbereich besser reguliert sein, als jetzt im KI-Bereich die Regulierung, die so komplex ist, zu erfinden. Vielleicht den Dingen erstmal hinterherzugehen, die wir schon haben. Ja, vielleicht gleich nochmal zurück zu Bernd Lange. Also die Frage von Hyperevolution, das ist natürlich die Frage, die sich immer stellt. Alles geht sehr schnell und wir wissen, das haben Sie ja eben auch nochmal beschrieben, das eine hat eine rasende Geschwindigkeit, eine Explosion sozusagen von Daten und von Möglichkeiten, die sich bieten, und gleichzeitig demokratische Prozesse, die aber langsam vorbereitet werden müssen, moderiert werden, abgestimmt werden müssen, besonders nochmal in der EU, auch mit unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Sind Sie da als Ausblick für die Zukunft, sind Sie da optimistisch auch, dass das gut gelingen kann mit gleichen oder annähernden Geschwindigkeiten, dass man da tatsächlich zu einer Regulierung finden kann, die sowohl der Gesellschaft als auch der technischen Entwicklung dient? Oder was muss eigentlich dann vielleicht auch anders werden im Abstimmungsprozess? Na, ich glaube, auf der einen Seite müssen meine Kollegen sich viel mehr mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Das ist jetzt so in den letzten Monaten ein bisschen stärker geworden, aber ich glaube, auch der gesellschaftliche Diskurs, was künstliche Intelligenz als positive Elemente für Erleichterung unseres Lebens bringen können, aber eben auch, was für Gefährdungen damit verbunden sein können für unser demokratisches Miteinander, also sich mehr einbringen und auseinandersetzen. Und dann geht es in der Tat um die Frage der horizontalen Gesetzgebung, dass man die Prinzipien einzieht. Und dann muss man das nicht jedes Jahr oder alle paar Monate ändern. Wir haben die Vorgängerregulierung für diesen Digital Service Act, ich glaube, im Jahr 2000 gemacht, also 20 Jahre sind da ins Land gegangen, und da sind natürlich immense technologische Veränderungen. Aber die Grundstrukturen, um demokratische Prinzipien und Kontrolle sicherzustellen, darum geht's. Und da bin ich ganz optimistisch, dass wir hinkriegen. Nochmal, diese Datenschutzgrundverordnung hat auch sehr lange gedauert, die zu verabschieden. Da gab es auch immense technologische Entwicklungen zwischendurch. Aber die ist letztendlich, trotz aller kritischen Begleitungen, die wir uns erfahren haben, ein Goldstandard geworden zum Umgang des Schutzes des persönlichen Datums. Und das finde ich schon einen großen Erfolg. Und wenn uns das gelingt bei künstlicher Intelligenz, dann bin ich ganz relaxed.
Frau Demel, ein Ausblick. Wird es gelingen? Wird die Politik Schritt halten mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz? Wird sie regulieren können? Ja, also ich glaube an unsere politischen Prozesse und ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft, dass uns auch gar nichts anderes übrig bleibt als uns. Ich würde das auch nicht alles den Ingenieuren überlassen wollen, ehrlich gesagt, sondern wir müssen uns überlegen, was uns wichtig ist, was wir erreichen wollen. Und letztlich ist Technologie immer nur ein Instrument, was Menschen einsetzen, um bestimmte Dinge zu tun. Und deswegen müssen auch Menschen, die in unserer Gesellschaft zusammenleben und in unserem Staatswesen, wir müssen uns überlegen, welche Regeln geben wir unter anderem für die Technologienutzung. Und ich glaube, das ist schon machbar. Vielleicht kann ja die Politik zukünftig auch selber stärker die KI einsetzen. Ich habe mir im Vorfeld so heute überlegt, was man ändern könnte, auch in der Politik. Vielleicht machen wir nicht nur Technikfolgenabschätzung, sondern auch Gesetzesfolgenabschätzung mit Hilfe von KI-Modellierung und prüfen mal im Vorfeld, was bestimmte restriktive oder weniger restriktive Dinge möglicherweise für ökonomische und gesellschaftliche Auswirkungen haben könnten. Und dann ziehen wir vielleicht auch politikseitig schneller gleich mit der Entwicklung. Ja, wahrscheinlich. Ansprechen, ich finde das ganz wichtig, weil die Frage von Assessment von politischen Wirkungen, natürlich kann man das mit künstlicher Intelligenz. Und nochmal die Frage Lieferkettengesetz. Da brauchen wir künstliche Intelligenz, um ein Scoring durchzuführen. Und wir brauchen Blockchain-Technologie, um Transparenz herzustellen. Also die Instrumente, die müssen wir in der Tat nutzen, aber eben in einer demokratischen und transparenten Weise. So, und jetzt bekommt Herr Nemeth doch mal ein Schlusswort, wenn man so will, weil jetzt der Vorschlag, jetzt eine Gesetzesfolgenabschätzung zu machen, zu gucken, wie politische Wirkungen sind beispielsweise, das kann doch eigentlich dann nur funktionieren, wenn man guten Mutes und guten Willens ist und die richtigen Werte dahinter stehen. Oder Herr Nemeth, sonst haben wir doch das Problem, dass wir die Trumpschen Verhältnisse dann vielleicht auch doch in der Bundesrepublik kriegen, oder? Ja, also ich glaube, das weiß Frau Demel auch. Es gibt kein Initiativorgan dieser Welt, was eine so umfangreiche Folgenabschätzung seiner eigenen Gesetzgebungsvorschläge macht wie die Kommission. Und das ist auch alles dokumentiert. Und übrigens, deswegen dauert es auch so lange, weil wir, bevor wir einen Gesetzgebungsvorschlag machen, immer umfassend, manchmal jahrelang, erstmal öffentlich nachdenken, Weißbuch schreiben, Grünbuch, also Denkdokumente, dann wird öffentlich konsultiert und diskutiert und dann kommt nach ein paar Jahren der Vorschlag. Also ich glaube, da sind wir dankbar für den Hinweis, aber da zeigen Sie mir bitte eine Regierung der Welt, die da mehr macht in diesem Bereich. Ich glaube, die gibt es gar nicht. Was ich jetzt noch mal Herrn Lenz mitgeben möchte in seinem Optimismus, was die Zukunft angeht und weil wir hier bei der Sozialdemokratie, bei der Ebert-Stiftung sind, da geht es ja auch um ein positives Zukunftsbild, den Fortschrittsgedanken, ist Folgendes. Künstliche Intelligenz, und das haben wir jetzt ja hier nicht besonders erklärt, arbeitet ja immer auf der Grundlage der Daten. Die Daten sind immer von gestern. Das ist die Empirik von gestern. Es geht also um das Sein. Und wie wir gelernt haben von Kant und anderen, kann man aus dem Sein nicht auf das Sollen schließen. Das heißt, die Frage, die sich auch die Sozialdemokratie stellt, wie wollen wir unsere Gesellschaft eigentlich verbessern? Wie soll eigentlich Fortschritt aussehen? Wird uns die künstliche Intelligenz nicht beantworten können, denn sie arbeitet immer nur auf der Grundlage der Daten von gestern. Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, überall, wo eine Aufgabe übertragen wird, eine Denkaufgabe von einem Menschen auf eine künstliche Intelligenz, geht nicht nur ein Arbeitsplatz verloren, damit können wir leben, durch Strukturwandel werden andere Arbeitsplätze wieder entstehen. Aber es geht die Kritik verloren. Es geht das Hinterfragen verloren. Unsere Gesellschaft ist innovativ und geht nach vorne, weil die Menschen unzufrieden sind mit dem, was sie gerade tun und anfangen zu protestieren, Fragen zu stellen oder weil sie träumen und weil sie Vorstellungskraft haben darüber, wie es besser sein könnte. Und all diese Fähigkeiten der Kritik, der Vorstellungskraft, des Traum vom Besseren, das ist, glaube ich, genuin menschlich und das hat die künstliche Intelligenz nicht.
Und Herr Lenz muss mir helfen, die Frage zu beantworten, wo denn eigentlich der Fortschritt herkommen soll, wenn wir zunehmend gerade auch die, sagen wir mal, Bereiche, wo viel nachgedacht werden muss, durch künstliche Intelligenz erledigen lassen. Um es mal klar zu machen, der Richter, der nachdem er viele Male rechtssicher das gleiche Urteil gefällt hat, dann irgendwann mal sagt, irgendwas stimmt hier nicht, muss es mal anders machen und anfängt abzuweichen von seiner bisherigen Praxis. Oder der Arzt, der nach vielen Erfahrungen dann auf einmal irgendwann sagt, das funktioniert ja doch nicht gut, wir müssen es anders machen. Oder der deutsche Ingenieur, wir wissen ja, 95% der Innovationen im Maschinenbau zum Beispiel kommen von Ingenieuren, die 20 Jahre im Betrieb waren. Das sind Leute, die sehr, sehr viel Routine haben, die immer das Gleiche gemacht haben. Und irgendwann fällt ihnen ein, das ist nicht gut, wir müssen uns ein bisschen verändern. Dieses kritische Potenzial der Veränderung, wo kriegen wir das her, wenn wir diese Aufgaben der künstlichen Intelligenz übertragen? Und wo kriegen wir die Fähigkeit her im Staat, wenn eine Wahl stattgefunden hat und eine neue Regierung rankommt, das gesamte Regierungssystem dann auch nach den neuen politischen Zielen umzusetzen, wenn alles den Maschinen übergeben worden ist? Also ich glaube, diese Fragen, was die Dynamik der Innovation und auch die Dynamik der Demokratie angeht, wenn wir alles mit künstlicher Intelligenz machen in Zukunft, die sind noch ganz offen und unbeantwortet. Und ich würde sagen, das ist eine wichtige Frage für Sozialdemokratie und das ist auch eine wichtige Frage für diejenigen, die sagen, ich bin Fortschrittsoptimist, was die Technologie angeht. Ich bin übrigens da dezidiert nicht der Ansicht von Herrn Lenz. Nichts ist nicht verhinderbar. Lassen Sie uns nicht in einer Welt leben und uns einreden lassen. Wir könnten sowieso nichts ändern, sondern wenn ich sage, diese Technologie wird da sein, ja, aber wir müssen einen Gestaltungsanspruch als Demokratie auch aufrechtbehalten. Und immer. Dieser Gestaltungsanspruch kann manchmal sehr weit gehen. Das sehen wir an der Atomkraft. Das sehen wir übrigens auch bei Chemie. Bei der Chemie haben wir genau die gleiche Problematik. Da werden immer wieder Stoffe entwickelt, die würde die Wirtschaft gerne zwecks Profit in Umlauf bringen, ist aber verboten. Das heißt also, wir haben sehr weitgehende Gestaltungsinstrumente und die sollten wir uns auch in Bezug auf die künstliche Intelligenz erhalten. Ja. Trotz dem Optimismus und der Begeisterung für Technologie, die teile ich. Da sind wir einer Meinung und Sie werden sich an meinen Satz erinnern, dass ich einer der wichtigsten Aspekte finde, dass an der Stelle, wo Menschen Dinge entscheiden können, die Maschinen nicht können, der Mensch richtig ist. Und das setzt genau auf dem auf, was Sie eben zu mir gesagt haben. Also das ist mir schon vollkommen klar. Aber repetitive Aufgaben oder Themen, die uns dabei helfen, im Gemeinwohl oder in dem sozialdemokratischen oder Themen, die den Menschen zugutekommen. Wenn wir da Technologie einsetzen können, wie wir unsere Zeit dort maximieren und wie wir diesen Wirkgrad, den Sie ansprechen, erhöhen, da wird es doch interessant. Da sind wir überhaupt nicht unterschiedlicher Meinung und den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also was wir, glaube ich, festhalten können, Sie haben schon alles so wunderbare Schlussworte auch schon formuliert. Ich glaube, was wir festhalten können, das kritische Potenzial des Menschen, das muss bleiben. Bei aller Entwicklung sozusagen brauchen wir das, glaube ich, irgendwie, um zu gucken, in welche Richtung die Reise gehen kann, soll. Und ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort von meiner Seite noch, zu sagen, lassen Sie uns das kritische Potenzial tatsächlich nutzen, lassen Sie uns weiter irgendwie im Gespräch bleiben. Ich glaube, da gibt es eine Vielzahl von Dingen zu lernen, voneinander auch. Also ich muss jedenfalls sagen, in der Vorbereitung für diese Moderation habe ich sehr, sehr viel gelernt über künstliche Intelligenz und ich glaube, es macht schon Sinn, sich sehr kritisch, aber auch umfassend damit zu beschäftigen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Diskussion. Ich glaube, wir haben einiges ansprechen können und wir hätten vielleicht auch noch 2 Stunden länger diskutieren können. Aber jetzt machen wir hier einen Punkt und sehen uns vielleicht in anderen Kontexten wieder zu diesem Thema und diskutieren weiter. Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wiedersehen. Danke. Okay.